Action. Servus miteinander. Ja, es tut mir leid, dass der Stream ein bisschen später angefangen hat, aber ne, wie es immer so ist im Leben, ne, technische Probleme. Ich begrüße dich recht herzlich zu einem weiteren Teil des Webinars Wasservermalbare Ölfarben und im heutigen Teil geht es um die Fortsetzung vom Bild mit dem Vince. Ich habe hier an der Seite, habe ich den Co-Moderator, wie schon im Chat erwähnt wurde und ich schau mal, ob alles in Ordnung ist. Also gib mir mal einen Daumen hoch, dass alles passt. Und, oh shit, keine Daten? Wieso sagt denn keine Daten? Stream, ist alles da? Läuft alles gut? Alles gut. Ausgelassene Frames sind? Nee, ich habe keine Ahnung, warum wir jetzt, dass es zu spät wäre. Aber warum gibt es denn keine? Ah, sehr gute Verbindung. Okay, also ich hoffe. Ja, tippitoppi. Ja, gib mal Daumen hoch, damit ich weiß, was Sache ist. Und wir sind jetzt so da verwirrt, weil natürlich irgendwie so einige Sachen irgendwie Ja, gesponnen alles haben. super, passt, alles gut. Aber scheiße, da ist auch schon wieder irgendwie ausgelassene Frames und der orgelt hoch. Naja, also, okay, Daumen hoch, wunderbar. Gut, es tut mir leid, also das war jetzt irgendwie so, die eine Kamera hat irgendwie geschwächelt und das musste ich nicht Okay, kümmern. gut. Das ist alles halb so wild. Das ist. Er flippt dann irgendwie ein bisschen rum und ansonsten haben wir das auch. Also heute ist es ja Wahnsinn, kann man sagen. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, begrüße ich erstmal Ralf, kommen wir mal ins Bild. Ralf, ne? Der Original-Ralf, den ich nämlich schon vor einiger Zeit gezeichnet habe. Also so schaut er in Farbe aus, ne? Nicht nur mit der Zeichnung. Und wenn ihr heute in dem Chat dann die Kommentare schreibt, wird der Ralf sie mir zurufen? Also mal schauen, ob das dann heute besser funktioniert. Traust du was an? Nein. Also in diesem Sinne auf den wunderbaren Abend und jetzt geht's weiter, würde ich sagen. Wir sehen und hören dich. Passt schon. Okay. Kaum ausgesprochen, schon ruckelt es. Ja, genau. Schauen wir mal. Guti. Wie schauen wir da aus? Ja, das müsste eigentlich passen. Ja, müsste eigentlich jetzt alles gut sein. Also, jetzt mal die Präliminarien wieder. Ich nehme mal meinen Zettel zur Hand. Also als allererstes bedanke ich mich recht herzlich für die Unterstützung, die mir natürlich immer zukommen lasst. In vielfacher Hinsicht natürlich auch in Form natürlich der finanziellen Unterstützung, damit ich den Stream in der Form dann auch weitermachen kann. Und natürlich auch über die sozialen Medien, dass ihr natürlich immer fleißig liked, kommentiert und teilt. Und natürlich auch für diejenigen, die dann zum Beispiel das erste Mal da sind, freue ich mich natürlich, wenn ihr auch ein Abo da lasst. Und da ist es eben auch so, dass dieser Stream dann auch so konzipiert ist, dass der natürlich dann auch danach online ist. Also das heißt, ihr könnt es natürlich dann auch nachsehen, falls ihr es verpassen solltet. Und ja, ansonsten ist es so, dass wir heute jetzt das Bild weitermachen. Und eben Ralf wird dann neben mir dann die Technik überwachen und schauen, ob alles in Ordnung ist. Angeblich ist der Ton schlecht. Echt? Ah, shit. Ich habe keinen Ton mehr im Mikro. Okay, dann tun wir das. Du musst das OBS nochmal dann. Neu starten. Ja. Ja. Schauen wir mal, ob das. Ja. Schaut gut aus. Yes. Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. Naja, wie gesagt, ne, die Technik ist der Hund und in dem Fall, Bild ist eingefroren, geht wieder. Okay, super. Also das heißt, der Ton müsste auch wieder in Ordnung sein. Gebt mir einen Daumen hoch. Ansonsten, da habe ich meinen Zettel. Okay, ich muss jetzt mal wieder mich fangen. Das ist das Live, ist echt, das ist unglaublich, gell? Das ist irgendwie der Irrsinn. Also. Cool bleiben. Ja, ihr habt leicht reden und so. Das ist, ich muss dann auch noch danach noch malen und so. Ihr redet euch mal leicht. Ihr hockt daheim auf eurem Wohnzimmer und lasst euch voll laufen. Wenn ich das könnte. Ne? So viel dazu. Sich voll laufen lassen. Okay, Ton ist wieder normal. Super. Aber zuallererst möchte ich mich. Der ist zwar jetzt nicht im Chat, weil er gesagt hat, er kann wahrscheinlich nicht zuschauen, aber sein Nickname hier im Chat ist immer Kalte Ente. Und er hat auch einen Instagram-Account unter diesem Namen. Der hat mir hier
einen wunderbaren Brief geschrieben, der begleitet wurde von einigen Dingen, wo er sich bei mir bedankt hat. Und in dem Fall möchte ich mich natürlich hier an dieser Stelle bei ihm bedanken, weil er hat mir hier diese zwei Stifte gemacht. Das sind Gessner Stifte und ich zitiere ihn, weil er hat mich dann aufgeklärt, was das ist. Ich kann mal schauen. Schauen wir mal, ob die Palette funktioniert. Ja, schaut gut aus. Es funktioniert, Ralf. Ihr seht es ja. Das heißt, ein wenig Geschichte muss an dieser Stelle natürlich auch folgen. Der Gessner Stift wird dem Züricher Gelehrten Konrad Gessner 1516 bis 1565 zugeschrieben, welcher in seinem Buch De Omni Rerum Fossilum Genere diesen Stift beschreibt. Und er hat mir dann diese Stifte gemacht. Er hat mir einen Federhalter gemacht. Und dann aber auch diese Stifte, wo zum Beispiel, wenn ihr das jetzt anschaut, sieht man das? Ja, genau, ich muss mal aus der Klinks, kann man das dann rausnehmen und dann kann man die Mine verschieben und dann kann man es wieder fixieren. Das Ganze ist so. Und er hat diese Stifte, diese in dem Fall Minenhalter, hat er gedrechselt und hat mir zwei verschiedene Stärken, einen Federhalter und zusätzlich dazu hat er noch selbst angeriebene Aquarellfarben mir geschickt, wobei dieses Grün hier bayerische grüne Erde ist. Habe ich auch nicht gewusst, dass es in Bayern grüne Erde gibt. In Bayern ist es immer alles weiß-blau, oder? Gebitte. Also auf jeden Fall an dieser Stelle herzlichen Dank, kalte Ente. In dem Fall Daniel heißt er im richtigen Leben. Ich werde es zu Ehren wissen und auch natürlich benutzen. Ne? Das ist ein Wortspiel gewesen. Der war lauwarm, oder? So, umschalten. Sehr gut. Schamhaarpinsel. Also das ist schockierend, was da wieder irgendwie ist. Ja, also heute Abend geht es weiter mit der altmeisterlichen Malerei und ich versuche jetzt mal ein bisschen Tempo rauszunehmen und mich wieder zu beruhigen. Denn für diejenigen, die letzte Woche nicht gesehen haben, also falls einerseits ihr jetzt da seid, habt ihr die Möglichkeit, das natürlich nachzusehen. Und wenn man das dann auch hier nachsieht, hat man die Möglichkeit natürlich, den ersten Teil auch nochmal anzuschauen. Und es ist so, dass ich jetzt versuche, diese altmeisterliche Malerei so zu machen, dass ich jetzt nicht unbedingt so tue, als ob ich jetzt wirklich tatsächlich malen würde oder jetzt davon ausgehen würde, dass die alten Meister tatsächlich so gemalt haben, sondern ich habe es schon im letzten Stream erwähnt, dass es darum geht, dass ich dieses Prinzip versuche aufzuzeigen, was mit der Untermalung passiert und wie man zum Beispiel dann jetzt mit der Untermalung, was ich das letzte Mal gemacht habe, sich erst einmal um die Form kümmert, also sprich die Zeichnung und die Tonwerte. Und jetzt im nächsten Teil, also im heutigen Teil, ist es so, dass ich die ersten Lasuren setze, aber ich werde nicht nur die Lasuren setzen, sondern ich werde trotzdem nochmal die Zeichnung verbessern. Weil ich nicht der Meinung bin, dass das jetzt so super gelungen ist, dass das jetzt alles schon so passt. Und ich zeige euch auch mal das Prinzip, was dann die Lasuren überhaupt machen. Und auch in mehreren Schritten hat man die Möglichkeit, mehrere Lasuren aufzutragen und in dem Fall natürlich die Farbwirkung auch dadurch zu verbessern. Das ist natürlich die eine Sache. Ansonsten würde ich jetzt mal sagen, gehen wir mal in Medias Res und natürlich auch, um auch noch mal das Ganze, ja, sehr gut, das Ganze noch mal ein bisschen aufzufrischen, weil ich ja eben diese normalen Farben, die ich jetzt hier verwende, und das ist jetzt auch so, ich zeige euch die jetzt einfach mal, die ich jetzt hier verwendet habe. Das ist in dem Fall, ich lege das jetzt alles mal hier auf, habe ich hier von Williamsburg habe ich dieses Mars Schwarz, von Norma habe ich hier dieses Umbra natürlich bräunlich und das Weiß, das sind die Farben von letzter Woche, mit denen ich die Untermalung gestartet habe. Heute werde ich lasieren und in dem Fall mache ich das nicht wirklich wie die alten Meister in dem Sinne, dass ich jetzt so mit alten historischen Pigmenten arbeite, sondern ich verwende Rot, also in dem Fall ja, Magenta, Gelb, und Cyan. Und dieses Cyan ist das Phthaloblau. Und das Magenta ist das Chinacridionenrosa. Und hier habe ich eine wunderbare sexy Farbe von Michael Harding. Und das hier ist von Old Hollands. Und hier, mein Gelb, ist ein Pigment, das heißt Aureolin. Das ist Kobalt-Aureolin. Und das ist in dem Fall auch eine Lasurfarbe, weil mit Cadmium-Gelb kann ich nicht lasieren, weil die zu deckend ist, die Farbe. Also das sind die Pigmente, die ich verwende und beim Blau zeige ich euch jetzt nochmal, wie ich die Farbe anrühre. Ich habe es schon, glaube ich, gelesen. Vor dem Anrühren darf ich dich kurz unterbrechen. Mhm. Das Bild hinter dir ist gefragt, dass wir das Bild hinter dir zeigen. Okay. Machen wir das? Warte. Dann nochmal diesen hier.
Und ich muss aber aus dem Bild, weil sonst stellt es nicht scharf. Ich schau mal. Ist es scharf? Ist scharf? Scharf, na. Okay. Das ist ein uraltes Bild. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob da ein Datum draufsteht. Hinten wäre es drauf. Ich glaube, das ist von 2001 oder sowas. Und ich habe es deswegen auch aufgehängt, weil ich da bei dem Bild auch ziemlich viel mit Lasuren gearbeitet habe. Also das heißt, ich habe Lasuren gemacht und habe aber dann in die Lasur reingemalt. Also und da sieht man eigentlich auch ein bisschen so die Stärke und die Schwäche der Lasuren, dass die Bilder auch in dem Fall immer auch ein bisschen zu düster werden. Ne? Also das ist so die Sache. Okay, okay, okay. Gut, dann gehen wir wieder zur Palette. Danke. Oh, super. Sagst du jetzt jedes Mal Danke, wenn ich klicke? Nein, das ist nicht, aber es ist einfach, wir müssen uns erstmal eingrooven. Ne? Das ist jetzt so irgendwie so die Sache. Bei der Palette sieht man mich, ne? Also da darf ich jetzt keine depperten Gesichter machen. Nämlich, ich verwende jetzt dieses Genmedium von Schminke, um jetzt die herkömmlichen Farben dann in wasservermalbare umzuwandeln. Und wie schon in den Teilen vorher erwähnt, ist es so, dass es darum geht, dass man zwei Teile Farbe hat und einen Teil Genmedium. Ich habe aber festgestellt, dass es, wenn man zu wenig hat, ist es relativ fatal. Also insofern bin ich ein bisschen großzügiger mit dem Gelmedium. Und diese Farben halten es auch locker aus. Das ist der große Vorteil bei der ganzen Geschichte. Also sprich, sie halten es insofern aus, weil die so stark pigmentiert sind, dass dieses Gelmedium dann den Farben nicht unbedingt die Kraft nimmt. Die andere Sache, die auch noch passiert, ist, dass jetzt zum Beispiel bei manchen alten Farben, die ich habe, die sind manchmal zu, die sind von sich, also über die Jahre dann einfach schon zu kompakt worden. Und da bringt dann das Gelmedium die Farbe eigentlich wieder in so eine schöne, buttrige, angenehme Konsistenz. Das sieht man hier auch schon. Ja, die sind schon auch auf dem Bildschirm zu sehen. Mhm. So. Und auch wie schon die letzten Male, schaut, wenn ihr das vermischt, dass das sich gut verbindet mit der Farbe. Dass da jetzt nicht irgendwie, dass es gut in das Pigment und homogen verarbeitet ist. Das ist wichtig bei dem Ganzen. So. Was ich natürlich mache, ich habe das schon vorher mit Ralf besprochen, also das ist schon auch eine heftige Sache, weil ich mit Ultramarinblau wäre die Sache ein bisschen safer. Ihr werdet sehen, dass dieses, ich habe auch jetzt echt viel zu viel Ultra, also viel zu viel Phthalo-Blau angerührt. Das wäre mein Lebtag nie auf dem Bild brauchen, weil ich brauche eigentlich echt wirklich eine Minimenge. Aber wie gesagt, ich habe es ja. No. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Oder Sascha. Euch Sascha, das ist mir jetzt total wurscht. Auf dem Bild hinter mir ist glaube ich auch drauf. Und das ist schon uralt, 20 Jahre. Schaut doch gut aus, das Bild, oder? da halten wir uns auch im Bereich auf, dass ich ja die Farbe gehabt habe. Ne? Na, und probieren geht über studieren. Damit du glücklich wirst, Sascha, werde ich dann vielleicht nächste Woche dann ein anderes Gelbpigment verwenden, das dann ein bisschen stabiler ist. Aber nur, wenn ich lustig bin. So. Soda. Genau. Gut. So, und bevor ich jetzt anfange, ich glaube, jetzt können wir auf die Palette mal, auf die Staffelei. Hier. Oh. Ist ausgestiegen, oder? Ja. Scheiße. Nicht am Kabel rumfummeln. Lieber nochmal neu starten und so. Ja. Ich rede ja die ganze Zeit. Ah, Entschuldigung. Ja, genau. Das größte technische Problem bin ich. Na, ist kein Problem. Ja, okay. Also, es tut uns wirklich leid. Also in dem Fall muss ich Mehrzahl sagen, ne? Weil wir haben echt das Problem, dass diese Overhead-Kamera, die hat die leichte Problematik, warte mal kurz, ich schalte mal um. Die Overhead-Kamera hat die leichte Problematik, dass da irgendwas mit dem Kabel gerade irgendwie ein Wackler ist. Deswegen haben wir auch zu spät angefangen. Und immer beim Umschalten hatte ich jetzt irgendwie das Problem. Ich hoffe, dass es jetzt, oh, das war natürlich jetzt das Risiko. Ja, okay. Und so? Ja. Also in dem Fall, wir zittern schon die ganze Zeit, weil die ganze Zeit haben wir rumgefummelt und geschaut, ob das ganze Ding dann funktioniert. Okay. Ich habe hier in dem
Deckel habe ich da dieses Glazing-Medium von Cobra und mit dem werde ich jetzt eigentlich auch arbeiten. Und ich werde eigentlich auch so vorgehen, wie wenn ich jetzt zum Beispiel die Druckfarben übereinander legen würde. Also ich gehe jetzt nicht so vor, dass ich jetzt da Fleischfarbe mache, dass ich das jetzt blau mache und dass ich das jetzt in einzelnen Farben dann lasiere, sondern ich mache das jetzt so, dass ich mit Gelb anfange, zum Rot gehe und dann zum Blau übergehe. Und ich werde jetzt dann schauen, dass ich die jetzt eigentlich auch fröhlich über das ganze Bild verteile. Natürlich auch mit Hilfe dieses Lasurmediums. Und eine Geschichte, die mir auch immer wieder aufgefallen ist, das ist, dass man gar nicht wirklich so viel Medium braucht, weil diese Farben, ihr seht es ja, diese Farben sind an sich sowieso transparente Pigmente. Also alle drei Farben sind transparente Pigmente. Und jetzt seht ihr, dass es richtig chinesisch wird. Und warum ich das jetzt so mache, ist, dass ich bei dieser Lasurmalerei habe ich immer irgendwie so ein bisschen das Problem gehabt, dass diese ganzen Leute immer zu arg so gesagt haben, nur mit der Farbe kann man gut lasieren. Und was aber der Fall ist, also ich zeige euch erstmal auch das Prinzip. Das heißt, dadurch könnt ihr eigentlich natürlich auch ganz gut sehen, wie intensiv das ist und wie aber auch zum Beispiel das Gelb schon allein, obwohl das eine transparente Farbe ist, die Dunkelheiten killt. Ne? Was aber auch so eine Geschichte ist, das ist bei diesem Gelb, werdet ihr sehen, dass dieses Gelb so empfindlich ist, dass, oder besser gesagt, diese warmen Farben insgesamt, aber das Gelb natürlich im Speziellen, ist so, dass dieses Gelb ganz leicht von den anderen Farben, von den anderen beiden Farben dominiert wird. Und das zeige ich euch jetzt dann. Die Ursula fragt, ob man auch Malmittel W flüssiges Malmedium zum Rasieren nehmen könnte. Das weiß ich gar nicht. Das ist eine gute Frage. Ich kann es nicht sagen. Habe ich nicht ausprobiert. Ich benutze halt jetzt dieses Glazing Medium, weil das habe ich jetzt schon öfters probiert und das funktioniert ziemlich gut, muss ich sagen. Und es ist schon geil. Eigentlich ist es fertig, ne? Also es schaut schon total cool aus. Also, naja, eigentlich nicht, aber ich mache mir halt selber manchmal Mut. Ne? Christine fragt, ob Lasieren nur mit transparenten Pigmenten funktioniert. Erst einmal grundsätzlich ja, weil das natürlich in der Natur der Sache liegt. Und ihr seht ja, dass selbst ein transparentes Pigment so ist, dass es die Lichter dunkler macht und die Schatten, also die Dunkelheiten hier, ich weiß nicht, ob man das am Bildschirm sehen kann, selbst hier bei dem Dunklen geht die dunkelste Dunkelheit verloren. Und obwohl das eine dünne Schicht ist. Und eine Sache, die ich da auch mache, ist hier zum Beispiel, wo ich zu viel habe, da gehe ich dann immer wieder drauf und hole es erstmal weg. Das heißt, ich verteile jetzt erstmal so ein Film. Ich habe hier nichts wirklich Gelbes. Also insofern ist es nicht so wild mit dem Gelb. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel eine Stelle hätte, die an sich gelb ist, dann würde ich natürlich auf der um einiges das natürlich kräftiger lassen, wenn jetzt zum Beispiel der Pullover jetzt gelb wäre oder sonst irgendwas. Aber den hätte ich natürlich auch anders untermalen müssen. Das ganze Bild ist natürlich auch hat ein sehr starkes Hell-Dunkel. Und was aber auch natürlich der große Vorteil ist, das ist, ihr seht es, also diese, ich muss die Frage noch zu Ende erzählen. Also grundsätzlich ist es so, die Lasur an sich, dieses Ding, dass die untere Schicht durchscheint, funktioniert nur oder besser mit transparenten Farben. Aber hier wird es so sein, dass ich dann am Schluss, also wenn ich dann am Schluss bin des Bildes, also ich werde heute mich jetzt nicht so sehr um die Farbe kümmern, sondern ich werde nochmal mich um die Form kümmern, aber am Schluss dieser ganzen Prozedur werde ich sicherlich zu halbdeckenden Farben kommen. Aber da ist dann die Frage, ob man das dann noch als Lasur bezeichnen kann. Ne? Das ist dann wieder eine Frage der Definition. Aber das Grundprinzip, das seht ihr jetzt schon mal. Ne? Und warum ich die drei Grundfarben nehme, das ist, wenn mir jetzt was zum Beispiel nicht passen sollte, gibt es auch wiederum zwei Möglichkeiten. Nämlich, ich könnte jetzt
das hier machen. Das heißt, ich kann die Farbe immer wieder, wenn mir was zu viel geworden ist, dann kann ich das immer wieder runternehmen. Und somit habe ich die Möglichkeit, diese Farbe super gut zu verteilen. Aber ich bin jetzt zum Beispiel kein Freund davon, immer so vorsichtig zu sein. Na? Also ihr wisst es, ne? Wer bremst, hat Angst. Weil ich jetzt eigentlich mein Bild verdunkeln möchte in beide Richtungen. In den Dunkelheit, also in dem Fall, da möchte ich es nach oben bringen, vom Tonwert her. Und da möchte ich es nach unten bringen, damit ich da die Dunkelheiten draufsetze und da die Helligkeiten draufsetze. Also das heißt, durch die Lasur werde ich jetzt die Kontraste wegnehmen, um dann wieder in die Helligkeit und in die Dunkelheit zu arbeiten, weil ich ja in dem Fall noch einmal die Form verbessern möchte. Rennt das jetzt alles? Die fragt, ob du die Pinselgröße zeigen könntest. Die Pinselgröße? Ja. Oh, it's a Tosh. Das ist dieser Billigpinsel vom Bo Esner, den ich mittlerweile auf dich da stehe, die gibt es im Set. Also je größer, desto besser. Ja, also das ist aber jetzt so, ihr seht, das sind eigentlich so meine größten Pinsel, die ich jetzt hier im Programm habe. Mehr habe ich jetzt gar nicht da. Aber ihr werdet sehen, weil jetzt muss ich, wenn ich jetzt zur nächsten Farbe gehe. Sascha irrt sich übrigens gerade. Was? Sascha hat sich, glaube ich, gerade sehr geirrt. Mit was? Er tippt auf 2,54 cm. Und das sind locker 4 cm. Das hier, der Pinsel? Ja. Das sind keine 4 cm. 3. Ja. Also muss ich eins trinken. 1 Zoll könnte es sein, ja? Weiß ich nicht genau. Aber das da ist wurscht hier, dieses Ding, ne? Ja. Das ist so, da tut er nur so, aber da muss man schauen, ob das Stream. Nee, ist eigentlich okay. Eigentlich in Ordnung. Mhm. Mama zuckt ein bisschen, aber es ist wurscht. So, nämlich, das ist so, ihr werdet sehen, das schaut am Anfang gelb aus, aber es ist so, ich mache das deswegen einfach mit den 3 Primärfarben, weil dadurch einfach die Farbigkeit besser zu verstehen ist. Weil die große Frage ist, ihr würdet ja jetzt dann hergehen und euch fragen, was ist das jetzt für eine Farbe, die ich da drüber lasieren könnte? Ne? Und somit stellt sich diese Frage nicht. Was natürlich jetzt der große Vorteil bei mir jetzt ist, das ist, dass ich auf der ganzen, also das ist kein Vorteil, sondern das habe ich jetzt gemacht, meine ganze Oberfläche ist jetzt fast mit Malmittel eingelassen. Also das heißt, ich habe jetzt eine Schicht Malmittel und meine Mengen an Farbe, die ich jetzt dann verwende, werden jetzt auch so, dass ich gar nicht mal groß Malmittel verwenden muss, sondern ich arbeite es dann in die Farbe dann so rein. Und der ganze Prozess wird jetzt auch relativ lang, oder naja, relativ lang. Also das ist so, ich brauche jetzt schon eine Zeit lang, bis ich das Ganze dann so angeglichen habe alles. Aber ich möchte euch das einfach zeigen, dass ihr die Möglichkeit habt, das ganze Bild jetzt einfach farbig zu gestalten. Und weswegen ich zum Beispiel so einen großen Pinsel verwende, das ist zum Beispiel hier bei den Haaren, habt ihr eigentlich so einen Braunton, den kann ich jetzt eigentlich auch noch so lassen. Und lass dich nicht stören, ich lese den Chat, du kannst den lesen. Was, du liest ihn jetzt, sondern du lachst drüber. Nämlich jetzt auch zum Beispiel hier, ne, das Blau, also wenn ich jetzt eine Fläche habe, die ziemlich dunkel ist, dann, ich möchte euch das mal zeigen, dieses Blau, das ist wirklich eine Farbe, die man echt homöopathisch verwenden muss. Das werdet ihr dann sehen. Die ist richtig, richtig brutal. Und wenn die Farbe zu zäh ist, dann gehe ich aber nur ins Malmittel ganz wenig rein. Und noch. So. Apo fragt, ist die Lasur denn schon trocken oder mischt sich jetzt quasi auf dem Bild statt zu leeren? In dem Fall war es so, dass die Lasur ist nicht trocken, weil das ist ja jetzt nass, was ich mache. Aber wenn er fragt, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er nicht fragt, ob die Lasur trocken ist, sondern ich gehe jetzt mal davon aus, dass er fragt, ob die Farbe, die jetzt auf der Oberfläche ist, also die Untermalung, die muss super trocken sein. Weil ich nämlich jetzt auch wirklich richtig kräftig rubbeln kann. Und ihr werdet sehen, nämlich
Also der große Vorteil bei dem Ganzen ist, das werde ich dann später machen in der letzten Schicht, dass ich dann viel subtiler vorgehe. Heute ist es so, dass ich eher so mit einem, wie man so schön sagt, mit einem groben Pinsel arbeite. Und, aber später dann, wenn ich dann das Bild fertig mache, dann ist es so, was ziemlich genial ist, das werdet ihr sehen, wenn ich mit dem Pinsel drüber gehe, das ist, dass dann diese Strukturen immer mehr zu sehen sein werden. Und jetzt kommt auch der brutalste Pinsel zum Tragen. In dem Fall nämlich das Blau. Und da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Und da seht ihr schon zum Beispiel, das ist jetzt das Phthalo-Blau. Das ist jetzt die Frage, ob das passt, inklusive dessen, dass es natürlich mit dem Grün jetzt in eine Richtung geht, die ich vielleicht nicht haben möchte. Aber das werdet ihr sehen, dass ich eigentlich in alle Richtungen gehen kann, die ich gerne hätte. Was aber ziemlich cool ist, das ist, dass diese Farben dann ein bisschen so irisierend werden. Also das heißt, dass die dann in der einen oder anderen Richtung aufscheinen. Und diesen Ton, wenn es zu grün wird, den kann ich natürlich auch kompensieren. Das ist dann auch kein Problem. Und auch so eine Sache ist, dass ihr da gar nicht wirklich so groß aufpassen müsst. Ich glaube, ich bin im Bild, oder? Kann das sein, wenn ich so weit rüber lehne? Und ihr seht schon, sobald jetzt eigentlich die drei Farben zum Tragen kommen, kippt das Bild schon in die richtige Richtung. Und was nämlich das Gute an dem ist, also das heißt, was ich jetzt natürlich mache, ist, dass ich tatsächlich nicht unbedingt mich um Schönfarbigkeit kümmere. Also das heißt, diese Lasuren, die ich mache, die wirken jetzt nicht unbedingt dadurch, dass es dann das Ganze dann super leuchtend ist, sondern ich möchte jetzt auch tatsächlich so malen, dass diese Farben, das seht ihr jetzt hier, wenn ich jetzt mit dem Blau über dieses Gelb gehe, dann wird es schon, verliert es die Leuchtkraft immer mehr. Und ich will diese ganzen farbigen Graus haben. Erst einmal. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch mich vermalen würde, also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie das Blau irgendwo draufkriegen würde, wo ich es nicht haben möchte, dann kann ich es einfach mit dem Lappen immer wieder wegnehmen und kann dann mit dem anderen Pinsel dann wieder dagegen malen. Ja, also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das hier, ist mir jetzt zum Beispiel zu grün geworden, kann ich mit dem anderen Pinsel kann ich wieder dagegen malen, wobei es aber sogar eigentlich eher ein bisschen gelblicher ist. Also das heißt, ich kann dann immer wieder auch mit den anderen Farben das heißt, ich mache das jetzt so lange, bis ich die Grundanmutung des Bildes habe, damit ich dann nochmal Lichter draufsetzen kann, weil ihr werdet dann sehen, die Lichter, die ich jetzt drauf malen werde, die werden sich natürlich mit diesen Lasuren vermischen und dementsprechend kriege ich dann, wenn ich jetzt weiß drauf mal, lauter bunte Weißtöne. Und die sind dann wiederum für die nächste Lasur super, super wichtig. Auch zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Bartschatten haben möchte und möchte was Kühles haben, dann male ich natürlich das Kühle dann da rein. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das Ganze ist echt wirklich um einiges aufwendiger, als man denkt. Aber das Coole ist dann, sind hier diese Strukturen, die entstehen, wenn unten drunter die Untermalung ein bisschen ein Impasto ist. Also halt einfach auch Struktur hat. Volker fragt, wie viele Tage hat die Untermalung getrocknet? Ah ja, das wollte ich noch dazu sagen. Die war am nächsten Tag trocken. Das war, also ich finde dieses Medium W, das ist nicht einmal so schlecht. Das macht eigentlich was ganz Interessantes, finde ich. Aber weil es wirklich die Farbe um einiges schneller trocknen lässt als die regulären wasservermalbaren Ölfarben.
Also das fand ich jetzt eigentlich ziemlich gut, muss ich gestehen. Und also das Medium, Medium W ist an sich, das finde ich eigentlich ganz spaßig. Da sieht das jetzt. Wenn ich jetzt so trocken, da sieht man es jetzt hier bei diesen Strukturen. Das ist dann das, um was es eigentlich geht bei dieser Lasurmalerei. Das ist nicht so, es gibt eben so, oh shit, das ist cool, ich sehe es ja dann auch immer am Bildschirm, da sehe ich es dann immer ein bisschen verkleinert. Und da verliere ich dann auch manchmal ein bisschen das Detail. Also die Untermalung war am nächsten Tag trocken. Weil, und das hat aber auch damit zu tun, nicht nur mit dem Medium W, sondern es hat mit dem Umbra Natur zu tun. Das Umbra Natur, das ist eine Farbe, die Farbe super schnell trocknen macht. Ich gehe jetzt in das Rot, ich mache jetzt ein Violett. Seht ihr? Das heißt, ich komme. Sieht man die Palette? Ach, ist immer noch da, ne? Yes. Yes. Gelb, Orange, Rot, Violett, Blau. Also das heißt, ich changiere diese Farben und habe dann die Möglichkeit. Jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt das Violett hier nehme, also das heißt hier, ne, dieses Violett, dann nehme ich dem Blau dieses, oder ich muss es sogar mehr mit Rot machen, also hier zum Beispiel dieses kühle Blau, wenn ich jetzt mit dem Rot drauf gehe, dann kippt es vom Grün-Blau zum, mal jetzt hier. Und die Schwierigkeit, also die sieht man jetzt eigentlich auch hier schon mal, die Schwierigkeit ist natürlich auch einzuschätzen, wie muss meine Untermalung sein, dass sie richtig ist in dem, was ich dann drüber lasiere. Ne? Das ist eigentlich die große Schwierigkeit. Und da braucht man super viel Erfahrung. Also das ist die große Schwierigkeit. Das heißt, man muss dann eigentlich auch diese Art von Malerei, muss man wirklich relativ lang machen, um dann die Erfahrungswerte zu haben. Wie muss die Untermalung ausschauen, dass dann das Endresultat so ist, wie man das haben möchte. Und das Wichtige ist auch, dass diese Farbe, die ich jetzt drauf male, die hat kaum mehr Verdünnungsmittel. Also es ist wirklich relativ wenig Verdünnungsmittel, weil einfach auf der Oberfläche schon eine Schicht von einem Malmittel ist. Mhm. Christine B. fragt, trocknen eigentlich alle Naturtöne so schnell wie das Umbra? Nein. Umbra ist ein aktives Pigment. Also das ist so ganz speziell. Das wäre Bleiweiß ist eins. Aber Umbra gebrannt und Umbra Natur sind eben zwei Farben, die schon einfach so bestimmte Eigenheiten haben. Weil man kann das auch nachschauen, dass die verschiedenen Pigmente grundsätzlich verschiedene Trockenzeiten haben. Also es gibt manche Pigmente, so wie einige Pigmente Deckfarben sind, andere Lasurfarben, so ist es so, dass die Trocknungszeiten der verschiedenen Pigmente auch irgendwie fix ist. Das heißt, dass jetzt ein Umbra grundsätzlich schnell trocknet und jetzt zum Beispiel vielleicht ein, keine Ahnung, was ist ein langsam trocknendes, ein Krapplack oder so, ist eine sehr langsam trocknende Farbe. Titanweiß ist eine sehr langsam trocknende Farbe. Ihr seht, so der Grundton hier, der ist eigentlich nicht einmal schlecht. Also der haut dann schon einigermaßen hin. Und jetzt ist es so, ich muss einschätzen, dass ich hier noch ein Licht draufsetzen kann. Das heißt, ich verdunkle jetzt eigentlich meine Malerei grundsätzlich, dass ich jetzt Halbtöne schaffe. Ich will hier die Lichter setzen. Wenn ich jetzt mit der Lasur das fertig machen würde, finde ich auch das gar nicht mal so interessant, wenn man das hier macht. Das finde ich jetzt nicht wirklich gut. Ne? Also sprich, man könnte das zum Beispiel auch noch so machen, dass man sogar das Ganze mit einem Pinsel, also das heißt mit einem sauberen Pinsel, könnte ich jetzt das Ganze rausarbeiten, zum Beispiel. Aber die Farbigkeit, also das heißt die Oberflächenstruktur wird ein bisschen langweilig. Und es schaut irgendwie eigenartig aus, finde ich. Also das ist dann tatsächlich besser, das Ganze dann zu machen, dass man hier an manchen Stellen dann trotzdem
einfach auch Lichter setzt. Und deswegen muss ich auch diese Hautfarbtöne einfach auch ein bisschen vergrauen. Das werdet ihr sehen. Heute ist es wurscht. Heute wird wieder ein schwarz-weißes Bild rauskommen. Also das heißt, ihr werdet sehen, ich werde wieder mehr oder minder ein schwarz-weißes Bild, sage ich jetzt einfach mal. Das ist jetzt kühn, was ich sage. Aber ihr seht schon, sobald ich jetzt einfach auch immer in bestimmte Stellen gehe, habe ich die Möglichkeit, die Farben dann da irgendwie in eine bestimmte Richtung zu kriegen. Martina fragt, kann ich auch Lasurmedium für normale Ölfarben verwenden, wenn ich das Medium W in der Farbe habe? Warte kurz nochmal, kann ich das Lasurmedium für normale, wenn ich das Medium W? Ja, das mache ich ja. Das mache ich ja gerade. Ich hab das Lasurmedium von Cobra, das verwende ich mit den Ölfarben, die ich, also mit den normalen Ölfarben, die ich als, wie soll ich sagen, die ich mit dem Medium W angerührt habe. Ihr seht es, zum Beispiel, wenn ich jetzt was gelb machen möchte, seht ihr das? Ich kann das genauso dann da wieder reinmalen. Ne? Oder da die Haare ein bisschen grünlicher machen. Ne? Da habe ich eine Dunkelheit, die mache ich jetzt wieder. Und die Dunkelheiten, um die kümmere ich mich jetzt gar nicht mal wirklich so sehr. Die lasse ich eigentlich eher flau, sondern das, was ich jetzt im weiteren Verlauf machen werde, wenn ich jetzt reinmal, ist, dass ich nur die Helligkeiten mache. Und das wird dann ziemlich lustig. Also das ist echt der spaßigere Teil. Das heißt, ich gehe jetzt hier, ne? Ist ja auch so die Frage, ihr kommt nicht umhin, Tonwerte einzuschätzen. Also das heißt, wenn ich jetzt hier das Blau drüber gebe, das mache ich jetzt mal. Genau. Dann ist es der falsche Tonwert. Ne? Wenn ich jetzt dann das rausnehme, dann könnte ich sogar zum richtigen Tonwert hinkommen. Dann könnte ich sagen, okay, so lasse ich es fertig. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber in dem heutigen Schritt, den ich mache, werde ich überall nochmal die Lichter setzen. Und das zeige ich dann auch im Hinblick darauf, dass das Geniale an der Sache das ist, dass diese Lichter, die ich jetzt reinmalen werde, die werden farbig werden. Also nicht so wie beim letzten Mal, dass das Ganze in Grautönen ist, ne? Und, sondern dass es dann farbig wird. Zum Beispiel, ja, ich habe die Frage falsch verstanden, ich habe keine Ahnung, schreib es nochmal rein, die Frage, oder? Kann ich auch Lasurmedium für normale Ölfarben verwenden, wenn ich das Medium W in der Farbe habe? Ich verstehe die Frage dann nicht. Ne? Ich hätte die auch so verstanden. Also weil das Lasurmedium bei einer normalen Farbe, die normale Farbe, die ich jetzt verwenden würde, also wenn ich jetzt keine wasservermalbare habe, dann würde ich einfach ein ganz normales ölhaltiges Medium nehmen. Da gibt es unterschiedliche. Das wäre aber auch wieder eine Wissenschaft für sich, ehrlich gesagt. Also ja, ich glaube, die Frage ist andersherum, wenn du das Medium W in der Farbe hast, ob du dann auch ein normales Lasurmedium, also ein Lasurmedium für normale Ölfarben verwenden kannst. Ja, das geht auch. Das geht ohne Probleme. Ja. Ja. Schaut doch schon ganz gut aus, ne? Yes, 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 yes. So. Also, ich weiß gar nicht, was ich als nächstes mache. Also, weil das ist eigentlich auch so, dass es so viel zu malen ist, dass ich eigentlich gar nicht fertig werde, stelle ich gerade fest. Das ist jetzt, nämlich, wenn ich das jetzt auch so, ich mache das jetzt nur ein bisschen, da ist zu viel. Es ist auch noch dunkler. Und ihr könnt die Farbe draufgeben und es geht immer darum, dass man die Farbe vertreibt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt der Meinung bin, dass es falsch ist, habe ich die Möglichkeit, das natürlich immer wieder auch wegzunehmen. Das ist auch eine gute Geschichte. Das heißt, ich gehe jetzt mal zum grünlicheren Ton.
mache jetzt mal ein bisschen. So. So. Und es ist auch so, es ist wirklich auch, ich weiß nicht, ob man das dann in der Kamera so gut sieht, aber das Geniale oder das Wichtige ist, dass im Untergrund ein bisschen Struktur ist. Und dadurch kommt die Lasur erst so richtig gut zum Tragen. Das heißt, wenn ich nämlich so trocken drüber fahre, dann sind die erhobenen Stellen, nimmt es dann weg. Also das heißt, je mehr ich jetzt zum Beispiel auch bei den Haaren diese Pinselstriche dann drauf habe, desto mehr scheint es dann durch und das Ganze malt sich dann fast von selber. Ja. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Die Christine bietet dir alte Socken an. Was, zum Wischen? Ja. Ja, das stimmt. Das geht. Laut Andrew. Ah ja, das stimmt. Das ist immer sein Andrew, sein Ding. Aber der Andrew hat halt einfach so viele alte Socken, ne? Ne? So. Ne? So, weil ich glaube, ich werde echt wirklich das ganze Bild gar nicht mal wirklich so weit kriegen, weil ich einfach so viel zu malen habe jetzt dann. So. Und es ist halt so, das ist wie beim letzten Mal. Wenn ich zum Beispiel das Weiß reingebe, dann gibt es kein Zurück mehr. Sobald ich Weiß auf der Oberfläche habe, kann ich keine Korrekturen mehr machen. Jetzt ist es so, dass ich die Korrekturen wieder auch seht. Ich kann die Korrekturen immer machen. Das heißt, ich kann meine Lasurfarbe kann ich immer wieder wegnehmen, wenn ihr das anschaut. Das heißt, wenn mir jetzt ein Farbton nicht gefällt, dann kann ich den ein bisschen anders gestalten. So, und hier ist kühl. Da haben wir eine Dunkelheit. Das ist eine Dunkelheit. Hier zum Beispiel ist es dunkler. Könntest du theoretisch auch mit Schwarz drüber lasieren? Ja, könnte ich. Aber das Ganze ist so, das Schwarz wäre ein Blau. Also das heißt, ich muss mir bewusst sein, was Schwarz macht. Ich kann mit Schwarz auch, aber das macht eigentlich gar nicht so viel. Schwarz hat den Vorteil, wenn ich Schwarz auf Weiß gebe, als Lasur, wird es blau werden. Mhm. Das muss mir bewusst sein. Das heißt, ich kann genauso gut jetzt anstelle des Blaus ein Schwarz verwenden. Ne? Also ich habe natürlich mit dem Phthalo-Blau echt wirklich das Problem, dass das einfach eine immense Färbekraft hat. Und es dominiert dann auch immer jede Mischung. Ja, das muss man auch sagen. Also das ist so. Nämlich, so, wo fange ich an? Das Lasurmedium brauche ich nicht. Also für mich ist es jetzt so, ich kneife die Augen zusammen. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ne, es ist gar nicht mal so wild, ehrlich gesagt. Also machst du ein bisschen röter? Und wenn ich jetzt auch zum Beispiel... auch so einen Orangeton habe, dass ich dann... Und ihr seht, die Fläche schließt sich dann auch mehr. Was ich aber jetzt heute machen werde, ist, dass ich nochmal die Helligkeiten reinsetze. Mal im Hitlerbart. So. Was aber schon irgendwie ziemlich cooler Effekt ist, das ist ja auch natürlich so dieses... diese Gesamtatmosphäre. Also das heißt, etwas, was euch auffallen sollte, ist dass... Ich probiere das jetzt mit dem Medium. Funktioniert? Hm? Und dieses... Also ich glaube, die Ursula hat es das letzte Mal gesagt oder so. Dieses so, den Pinsel ins Medium weh und dann kriegt man sie wirklich gut sauber. Also, das heißt, das Lasurmedium, das kann ich mal beiseite geben. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich in dem Bild nur Lichter setze. Hm? Das heißt, ich gehe jetzt ins Weiß und das ist jetzt egal, wo ich male. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, das ist so
wenn man das jetzt mal anschaut, es ist so, dass der Pinsel, der weiße Pinsel, nimmt jetzt das Blau an. Und somit habe ich jetzt dann die Möglichkeit, Farbe zu gestalten. Und was da jetzt passiert, das sind halbdeckende Schichten. Die sind total wichtig. Ich baue das langsam auf. Ich mache jetzt mit dem hier natürlich nicht da rein. Das wäre jetzt ein bisschen kontraproduktiv. Das heißt, wo ich reinmal ist, dass ich überall, wo blau ist, male ich drauf. Und das Coole ist, dass ich jetzt echt wirklich die Möglichkeit habe, ich kümmere mich nur um die Farbe. Das ist, die Farbe wird jetzt bestimmt durch die Lasur, die unten drunter ist. Ja? Aber... Und dementsprechend kann ich jetzt dann auch zum Beispiel hier, wenn ich dann später das nochmal drüber lasieren werde. Und ab dem Zeitpunkt habe ich echt das Problem, dass ich nimmer groß zurück kann. Also das heißt, da muss ich jetzt dann immer weiter malen. Und da gehen die Lasuren dann auch flöten. Biene Glitterfee fragt: Kann ich meine Porträts, die ursprünglich nicht zum Lasieren vorgesehen waren, auch später noch lasieren, natürlich, wenn sie noch nicht gefirnisst sind? Ja, vor allen Dingen ist es dann auch so, wenn ihr zum Beispiel ein Bild habt, das dann, wo ihr mit der Gesamtsituation nicht zufrieden seid, also wo eigentlich die Farbigkeit, also wenn ihr zum Beispiel einen Hautfarbton habt, der zum Beispiel zu gelb, zu grün, was auch immer ist, dann könnt ihr das eigentlich auch mit einer Lasur wieder die Farbe in die richtige Richtung kriegen. Und wenn ihr das jetzt anschaut, ich habe jetzt nur eigentlich die Helligkeiten draufgesetzt. Ne? Ich nehme jetzt mal den Pinsel, den schaue ich jetzt mal, dass ich den wieder sauber kriege. Ja? Karl Weltwitz fragt: Kannst du aufgrund deiner mittlerweile gewonnenen Erfahrungswerte einschätzen, ob sich die wasservermalbaren Farben für diese altmeisterliche Technik besser eignen als herkömmliche Ölfarben? Nee, in dem Fall oder so ist es das große Experiment dieser Folgen, würde ich jetzt mal sagen. Weil das ist jetzt so eine Geschichte. Ich finde, also das, was ich jetzt schon weiß, das ist, dass dieses Lasurmedium ziemlich gut ist, finde ich. Das funktioniert ganz gut. Es ist super fett, aber es funktioniert gut. Ja? Aber ich kann es noch nicht wirklich einschätzen, weil die wasservermalbaren Ölfarben, die normalen, das wäre so die Frage. Da wäre es dann echt so der Punkt. Ob die pigmentiert genug sind. Also ich verwende jetzt hier ja, diese Künstlerölfarben, die richtig, richtig gut sind. Ne? Das heißt, was ich natürlich jetzt auch mache, ist, dass ich hier, wo ich kein Licht mehr habe, hier ne, zum Beispiel, da bin ich insgesamt dunkler, wenn ich jetzt mal da drauf male. Seht ihr, dass ich jetzt so halbdeckende Schichten mache. Und somit, das sieht man gar nicht, was das für eine Lasur da war. Das ist jetzt irgendwie das Hinterhältige. Und es ist jetzt aber echt wurscht, ob das jetzt hundertprozentig die richtige Farbe ist. Bei mir geht es nur um den Tonwert jetzt. Ja, das heißt... Und da ist es schon auch so, dass ich da mit relativ wenig Farbe dann das Licht da wieder reinsetze. Also letztendlich ist es ist echt ein ziemliches Spiel mit, ihr seht es, hier sieht man das an dem Pinsel, dass wenn ich jetzt den Pinsel aufdrücke, kriegt er die Farbe von hinten. Wenn ich aber nur meine Oberfläche streichel, habe ich den Vorteil, dass ich total nuanciert vorgehen kann. Und ich kann dann die Farbe reinarbeiten. Ich brauche dieses Licht. Das Weiß ist das Licht in dem Ganzen. Ob das jetzt einen falschen Stich hat, ob das jetzt grün ist, das kann ich zum Beispiel bei der nächsten Lasur, mir geht es jetzt nur darum, dass ich einen Tick heller sein muss als das da. Damit ich dann, wie ich es jetzt mit der Lasur gesehen habe, eben wieder zurückdrängen kann.
Das heißt, solange du lasierst, arbeitest du zur richtigen Farbe hin und in dem Moment, wo du weiß dazu gehst, arbeitest du nur noch auf den Tonwert. Genau, und den Tonwert mache ich einen Tick heller jetzt. Also das ist auch so, dass ich jetzt zum Beispiel, schau dich das da, ne? Das ist so, da kann ich jetzt, ich drücke ein bisschen mehr auf und spuck ordentlich. Und kann meine, also ich kann jetzt überlegen, ob ich das Bild jetzt da hinten malen möchte oder nicht. Aber ihr seht es, da passiert jetzt gar nicht einmal wirklich mehr so viel. Aber was halt schon der Fall ist, das ist, dass ich jetzt auch mit dem Weiß so vorgehe, dass ich auch nur so halbdeckende Schichten habe. Das ist super delikat, was da an Farbigkeit entsteht. Was aber noch viel interessanter ist, das ist, wenn ich unten drunter noch mehr Material habe, wird das Ganze echt immer wieder, wird es immer noch interessanter. Ja. Ich werde dann auch mal ins Gesicht gehen. Petra Cook fragt, sind das jetzt Synthetikpinsel? Ja, das ist aber wurscht. Ich könnte jetzt Borstenpinsel nehmen. Das ist jetzt so, ich bin halt gerade verliebt in diese Pinsel. Die sind irgendwie, die halten ganz gut die Form. Ja. Ihr seht es, jetzt kriege ich in das, was zu düster ist, kriege ich ja Licht rein. Und sobald ich ein bisschen mehr aufdrücke, hole ich immer noch, kann man das sehen? Auf der Palette, ja genau. Ja. Oder hier, wo sieht man es besser? Das heißt, der Pinsel, der ist jetzt, ich habe eigentlich die ganze Zeit keine neue Farbe auf den Pinsel geholt. Und ich muss aber auch nicht so immer hundertprozentig aufpassen, ob ich in den Formen hundertprozentig bleibe. Die Biene Glitterfee fragt, das Weiß wird direkt genommen, habe ich das richtig verstanden? Genau. Und dadurch, ihr seht es jetzt, also ich mache das jetzt mal an einer anderen Stelle. Ich werde jetzt hier das warme Weiß nehmen und da das kalte Weiß. Also ich mache das hier wirklich getrennt. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt neues Weiß drauf gebe, dann ich nutze diese Lasur aus, damit ich Mischtöne bekomme. Und was halt, warum ich zum Beispiel Lasurmalerei, also das ist auch eine Lasurmalerei, die ich mache, ist nicht wirklich die jetzt zum Beispiel wie jetzt zum Beispiel der Dürer oder diese Schönfarbigkeit, sondern das ist eigentlich eher eine Lasurmalerei, die mehr aus der von Rembrandt oder Tizian kommt. Ne? Das heißt, ich gehe auch so vor, dass ich erst einmal immer die Helligkeiten habe und dann arbeite ich das dann rein. Ne? Das heißt, ich schaue jetzt dann, dass ich es... Wenn ich jetzt ein neues Weiß hole und habe meinen Fleck hier, ne, dann nehme ich eben verschiedene weiße Flecken, je nachdem, also das ist jetzt in dem Bild nicht wirklich so entscheidend, aber das wird da jetzt dann schon entscheidend werden, wenn ich dann wieder drauf mal, dann arbeite ich so lange dran rum, bis die Form wieder passt. Also ich wäre wahrscheinlich auch teilweise vielleicht gar nicht einmal wirklich so, und ob das jetzt die richtige Farbe immer sein muss, das ist gar nicht mal wirklich so entscheidend. Wenn ich jetzt aber hier ein Licht brauche, ne? Das heißt, bis ich da jetzt mit dem kleinen Pinsel rumeier, das ist völlig wurscht. Ne? Das ist so, brauche ich einfach viel zu lang. Ne? Das heißt, durch das Weiß kriege ich wieder das Licht in das Bild rein. Weil ich ja sowieso, also ich kümmere mich heute nur um die Form noch einmal und finalisiere das Bild dann erst in den nächsten Streams. Also das heißt, ihr müsst jetzt noch öfters hier vorbeischauen. Und es ist halt so, diese Lasurmalerei hat natürlich einen großen Vorteil, dass es ein bisschen so eine Angsthasenmalerei ist. Ja. Das heißt, Ich kann eben ganz langsam vorgehen. Das heißt, ich brauche keine Angst haben. Ich kann immer wieder, weil ich ja die Untermalung habe, ich kann immer wieder draufgehen. So, ich nehme jetzt mal den Pinsel hier. Das war der. Vielleicht bin ich so faul. Ja. So.
zum Beispiel. CMYK, genau. Das Key habe ich nicht, oder? Oder was war denn da die Frage? Nein, es ist keine Frage, aber ja, CMYW, wenn du weiß statt schwarz. Mhm. Ey, Vinzi, alter Lockenschädel. Ha? Auch dabei. Okay, ich versuche dich jetzt noch schöner und jünger zu malen. So. Die Technik ist halt schon sehr, sehr effektvoll, gell? Also das ist halt so. Seht ihr das? Das Gute dran ist, ich kann immer auf die hellsten Stellen eingehen. Es ist. Und mich von denen dann rausmalen. Also ich mache das jetzt einfach mal nur so, dass ich mal auf die hellen Stellen eingehe. Und da seht ihr schon, also ist das super effektvoll. Und das ist jetzt so, das Ganze ist ja einfach so, dass man die Oberfläche zu Tode streichelt. Ne? Bis man ob man weiche Übergänge haben möchte oder nicht. Ne? Das heißt, da, hier. Da zum Beispiel ist viel Grün drin. Ne? Das heißt, der Hautfarbton ist jetzt hier, wird da drüben dreckiger. Hier ist es halt viel reiner von der Farbigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem roten Pinsel in die Haare reingehe, dann sind die Haare gelblich. Also das heißt, ich muss tatsächlich mich erst einmal auf diese Farben hier konzentrieren. Und ich kann aber auch zum Teil, also auch weil ich gesagt habe, mit dem Weiß, da gibt es kein Zurück. Also ich kann mit dem Weiß natürlich schon auch. Und schaut euch das an, hier oben, ne, da ist jetzt meine Helligkeit wieder weg. Ne? Was ich mache ist, da. Tatsächlich male ich nicht nur mit Weiß, sondern das Weiß kriegt immer eine Identität. Also das ist ein Off-White, was ich da fabriziere. Und selbst wenn ich jetzt kein neues Weiß nehme, seht ihr, ich habe hier das die Farbe, die ich jetzt da habe. Und wenn ich jetzt da drauf gehe, ist es trotzdem noch viel heller. Das heißt, ich kann sukzessive, kann ich mein Bild immer mehr steigern. Also nicht nur das Bild kann ich steigern, seine Stirn kann ich steigern und natürlich die Helligkeiten. Und für mich ist es so, dass mich eigentlich diese Erbsenzähler und Langweiler, also diese Angsthasenmalerei immer ein bisschen nervös macht. Und deswegen fange ich irgendwann aber einen gewissen Punkt das Ausflippen an und holz dann so über die Sachen drüber, was manchmal nicht so richtig gut ist, aber ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, jetzt auch hier, den Reflex. Ich kümmere mich nicht um die Farben, das ist jetzt total wurscht. Ne? Weil ich jetzt auch, logischerweise hier ist es mir zu düster geworden. Ich würde auch logischerweise dann auch hier jetzt die Lichter reinsetzen. Gibt es eine Frage? Ja, könnte man über die hellen Stellen, wenn sie trocken sind, immer wieder neu lasieren. Natürlich. Ja, das ist eigentlich diese Sache, dass diese Technik hier ziemlich genial ist, weil sie einen dann immer wieder die Möglichkeit lässt, weiterzumalen. Also tatsächlich, es gibt einen Maler, der heißt Hans von Marais oder Marais oder so ähnlich. Ja. Der hat es echt ein bisschen übertrieben, die ganze Geschichte. Der hat es mit dieser Dörner-Mischtechnik gemacht und der hat dann immer wieder drüber gemalt. Die Bilder, die hängen in der Neuen Pinakothek in München und die sind so fett. Also da sind die sämtliche Glanzstellen auf den Bildern, die sind echt fast 3 Zentimeter hoch. Ist es aber also, dass dann durch diese vielen Lasuren, also das ist die einzige Problematik, die dabei entsteht, diese vielen Lasuren, die dann da drauf sind, hat man das Problem vom Konservatorischen, weil so viel Öl auf der Oberfläche ist. Das heißt, das kann passieren, dass dann diese, also das seht ihr ja schon, ne? Das heißt, letztendlich, ne, es ist so, ihr merkt, die Farbe schaut da ganz anders aus. Jetzt schauen mal, wie die ausschaut. Seht ihr das? Der Pinsel? Total irre, wie dunkel der schon geworden ist, weil da so viel dunkle Farbe drin war. Wenn ich jetzt
wieder weiter malen möchte, nehme ich mal neue Farbe. Und ich muss, also das ist aber auch wichtig, dass ich am Ende der Sitzung ganz brutale Weißtöne drauf habe. Also richtig kräftig. Und was ich aber auch versuchen werde, ist, dass ich Pastose-Farbe draufsetze. Was aber jetzt natürlich erstmal die Schwierigkeit ist bei der ganzen Veranstaltung, ist, dass ich natürlich versuche, die Übergänge hinzuschaffen. Okay. Annette Bayer fragt oder schreibt, und es stimmt, es gibt einen anderen Lichterton, als du es vorhin nur mit dem Rauswischen gezeigt hast. Genau. Guter Kommentar. Weil das werdet ihr dann auch am nächsten Schritt sehen, wenn ich dann nämlich über diese farbigen Weißtöne drüber lasiere, entsteht eine ganz andere Farbigkeit. Also da bei der Haut ist nicht so wild, aber hier ist es der Hammer, weil dann diese Farbigkeit hier, dieses, wenn ich hier dann das Tallowblau auf diesen blauen Weißton gebe, dann steigert sich das noch so. Genau wie hier. Das heißt, ich kriege eine Farbigkeit, die so viel intensiver ist, das war jetzt falscher Pinsel, so viel intensiver ist, die aber dadurch entsteht, dass das farbige Weißtöne sind. Wobei aber es ist dann tatsächlich so, am Schluss würde ich schauen, dass ich natürlich in pastose Farbe komme. Ne? Also das ist dann so. Aber das heben wir jetzt einfach noch auf. Also das heißt, jetzt ist es so, dass ich natürlich auch, und das ist also, ihr seht es, ich male das brutal drauf, das schaut dann erst einmal shocking aus, schockierend, keine Anglizismen, Zisnen, Anglizismen, scheiße. Das ist so malen und reden, ne? Also besser gesagt, seine Sinne beieinander halten. Kannst du malen, ohne zu reden? Ey, Unverschämtheit. Entschuldigung, das war eine Frage von mir. Ja. Kann ich malen, ohne zu reden? Also, weil es ist dann so, dass ich natürlich darauf achten sollte, dass diese Tonwerte, schau ich das an. Das heißt, wenn mir Licht fehlt irgendwo, dann male ich das rein. Also ich male jetzt erstmal das Licht rein und hätte dann aber auch die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel mit einem Gläulenpinsel, ne, kann ich zum Beispiel genau so wieder dann auch mal wieder Dunkelheiten setzen. Ne? Also nur so dunkle Akzente. Um die würde es gehen dann später. Ne? Ich würde gar nicht wirklich so viel machen, weil es eigentlich eher in die andere Richtung gehen muss. Es muss alles, ich muss es aus der Dunkelheit rausholen, damit die Lasur gut funktioniert. Hier zum Beispiel. Wenn ihr das anschaut, dann da, da. Und da ist es aber auch dann der Fall, dass man ganz oft, das habe ich nämlich auch schon das letzte Mal gezeigt, der Pinsel meines Vertrauens, dass man natürlich dann einen Vermalpinsel hat. Also ein Pinsel, der dann ohne Farbe ist und der aber ganz weich ist, wo man dann die Oberfläche zu Tode streicheln kann. Na? Ja. Biene Glitterfee fragt, wie lange dauert es dann, bis das fertig lasierte Bild wieder neu bearbeitet werden kann? Warte mal, das fertig lasierte, das, den Schritt, ui, der hat keine Daten. Shit. Warum macht denn der? Oh shit. Der Stream, okay, jetzt ist er wieder da. Ist aber nur kurz. Also das heißt, ich glaube, es geht darum, ob du nächste Woche an dem Bild weitermalen kannst, ja, und ob es schon trocken ist. Mhm. Ja. Da, wenn du das anschaut, ich kann eben mit einem sauberen Pinsel, habe ich die Möglichkeit. Schon wieder. Echt? Scheißdreck. Schön reden.
Ah, jetzt geht's wieder. Ja. Dann habe ich die Möglichkeit, mit einem sauberen Pinsel diese Lichter zu setzen. Wenn ihr das anschaut. Ja. Und um das geht es jetzt eigentlich auch, dass man Licht reinbringt. Und das ist echt schwierig einzuschätzen, diese seht ihr das? Na, also diesen Schatten. Das heißt, jetzt diesen Schatten, na, wenn man sagt, der Schatten ist jetzt weg, der ist eigentlich nicht weg, sondern daneben ist es nicht hell genug. Und sobald ich das mal, weil ich ja einfach in der Helligkeit immer noch heller werden muss. Christine B. fragt, mit dem Weiß arbeitest du jetzt in den Lichtern und Mitteltönen. Was passiert mit den Tiefen? Die Tiefen, die brauche ich nicht malen. Also das heißt, die Tiefen jetzt hier, so dunkle Akzente oder so, die brauche ich gar nicht malen, sondern es ist einfach so, dass ich tatsächlich jetzt eigentlich auch in den Tiefen habe ich auch eher so das sieht man, dass das dann einfach viel zu dunkel ist, zu hell ist. Ja. Und und ist es dann da? Ach, man muss nur kommentieren, dass es ruckelt, dann geht er wieder. Okay. Das heißt, dass ich tatsächlich einfach auch diese ganzen Helligkeiten, also ich male jetzt einfach mal so auch wieder diese hellen Akzente rein und die brauchen dann die Vermittlung. Das heißt, wenn ich das dann überlasiere, ich brauche dieses Licht. Ich brauche dieses Licht in der Dunkelheit, damit ich dann drüber lasieren kann das nächste Mal. Also damit da was passiert. Das habt ihr gesehen, das war jetzt viel zu düster. Das heißt, hier oben seht ihr das, da war es zu düster. Und ich brauche einfach auch diese Helligkeiten in den Schattenflächen. Und das Gute daran ist eben, dass der Pinsel, der dann so verquält ist, seht ihr das? Dann kann ich auch so Mischtöne fabrizieren. Und ich muss die Augen zusammenkneifen, das ist echt hinterhältig. Hier zum Beispiel da, ne? Ist die Frage, was das da macht. Ne? Ups, tschuck. Weil ich gehe jetzt davon aus, das schaut komisch aus, weil es einfach zu hell ist, aber tatsächlich ist es so, ich brauche dieses Licht beim nächsten Mal. Das darf nicht zu dunkel werden. Also vom Prinzip her ist es so, dass ich hier zwei verschiedene Qualitäten habe. Ne? Die schaut anders aus, die Helligkeit, wobei ich aber da noch stärker werden muss, sollte, möchte, werde, whatever. Und dieser Formalpinsel ist dann so der dann diese wenn ich dann zum Beispiel hier solche Kanten habe, diese wo das zu unruhig ist, dann ziehe ich das zusammen. Na? Jetzt sieht man es eigentlich, dass es eigentlich immer geschmeidiger wird, so von den Übergängen hier. Das ist so, und ich muss es einschätzen, ob zum Beispiel hier diese Dunkelheit, ob die wirklich so ist. Also die ist zu groß. Ne? Und die kann ich jetzt durch das, also ich arbeite einfach immer mehr an der Form. Und ich muss die Augen zusammenkneifen. Das heißt, ich habe hier einen Schatten, aber tatsächlich reflektiert hier der Kragen, reflektiert mir hier rein. Das da. Das ist ziemlich hinterhältig, weil so wie ich es jetzt gemalt habe, diese Partie hier ist die viel zu dunkel. Ne? Also das ist so,
Wenn ich jetzt einen Pinsel auswasche und will mit dem dann vermalen, muss ich ihn echt so gut wie möglich trocken kriegen, weil sonst wasche ich die Farbe raus. Aber, wenn es jetzt, ich nehme jetzt mal meine Farbe und schaue, dass ich diese Härten rausnehme. Ich sehe, und dann da ist er noch einmal. Ist es da? Na? Ursula Maria fragt, in dem Fall kommt noch eine Sitzung, oder? Ja, ich möchte euch für ewig an diesem Bild halten. So schnell geht es nicht. Jetzt endlich einmal ein schönes Motiv. Ja. Vince, the Beauty Queen. Na, und das ist halt so, ich kann das schaut am Anfang immer ein bisschen brutal aus, aber wenn ich das reinarbeite in die Umgebung, dann kann ich das. Aber das, was das Ganze so schwierig macht, ist tatsächlich, dass ich echt die ganze Zeit auch mich darum bemühen muss, diese Übergangstöne zu beobachten. Weil zum Beispiel hier jetzt, um die Plastizität zu kriegen, ist ja so, dass ich hier wieder diese Helligkeit brauche. Genau wie hier. Oder da. Dann das nochmal. Dann habe ich ja hier unten drin, das wäre dann die Frage so der Zeichnung auch. Da kann es sein, dass ich noch einmal die Dunkelheit auspacken muss. Ne? Damit ich, aber ihr seht es, sobald ich das jetzt auch verziehe, ich kann immer wieder die Zeichnung natürlich auch. Also das wäre jetzt auch die Frage zu den Dunkelheiten. Ne? Wo ich das auch natürlich immer wieder dann auch korrigieren kann. Ne? Ursula schreibt Jahresprogramm. Ja. Ist so lustig. Na, so lustig ist es nicht, aber. Also ihr seht, also ich male jetzt eigentlich nur am Gesicht rum. Und. Ah, okay. Und dieses Vermischen der Farben ist natürlich so genial. Das ist so diese Farbtöne, die dann da entstehen. Also ich will auf jeden Fall, ich will diese starken Dunkelheiten weg haben. Also die muss ich weg haben, damit, wenn ich das habt ihr gesehen, das sieht man eigentlich auch bei der Lasur. Wenn ich jetzt mit der Lasur draufgehe, wenn die Kontraste so stark sind, dann ist es übermodelliert, nennt man das. Das heißt, hier zum Beispiel sehe ich einen schwachen Übergang. Ne? Und den nehme ich auf jeden Fall weg. Den da auch, das habe ich jetzt einfach nur angedeutet. Ne? Und das ist immer so, dass ich dann auch wieder die Helligkeiten draufsetze. Oder hier, ne? Wenn ihr es anschaut. Da nochmal. Da ist so ein Reflex. Ich mache das immer so punktuell und arbeite es dann rein. Ja. Hier. Und was halt natürlich auch für mich irgendwie so bei dieser Art von Malerei irgendwie interessanter ist, als bei dieser, ich male jetzt nur das Gesicht aus, das verschränkt sich dann auch. Ich habe trotzdem Kontrolle über die Kanten. Ich will jetzt nicht zu viele harte Kanten fabrizieren, weil dadurch ist es so, wirkt mein Bild dann wahrscheinlich auch ein bisschen atmosphärischer. So, da ist dann das hier. Da ist das hier. Auch hier gehe ich wieder her. Und setz die Helligkeiten rein, die mir besonders auffallen.
Scherzerl? Du wirst gerade mit einem Dealer verglichen. Wieso? Weil ich Leute anfix. Ja. Es sind alle abhängig. Ja. Alex ist in einer Woche voll auf Turkey. Irena fragt, Übergänge ist das Schwierigste in der Malerei, stimmt? Ja. Weil das halt einfach so ein bisschen so ein zu Tode streicheln ist. Der schwächelt dann gerade schon wieder, oder? Er ruckelt da dazwischen, aber... Okay. Er fängt sich dann immer wieder und immer wenn man es kommentieren schreibt, irgendjemand, das passt. Okay. Mhm. So. Ja, aber das ist halt so, die Problematik bei den Übergängen ist ja jetzt tatsächlich die Ähnlichkeit. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Mundpartie, das ist ja so, wenn ich jetzt ein bisschen was verändere, dann schaut er schon anders aus. Das heißt, hier sehe ich ja Licht auf der Unterlippe. Ne? Und das ist dann die Frage, ist es jetzt zu arg, ist es zu wenig? Dann zum Beispiel nehme ich mal wieder die Zeichnung rein. Christine B. fragt, wie kann man mit dieser Technik partielles Kalt und Warm in die Töne bringen? Funktioniert das dann allein im letzten Lasurdurchgang? Ja. Also das ist in dem Fall, jetzt habe ich natürlich Kalt-Warm, das ist mir total wurscht. Also das ist so, ich kann es aber durch die Lasur natürlich schon auch ein bisschen machen. Ja. Ich mach mal, damit das Ganze nicht so öd ist, also weil ich ihr seht, also vom Prinzip her ist es so, dass ich ja natürlich jetzt im Endeffekt das Bild ein bisschen zu Tode streichle, aber ich möchte das jetzt zeigen. Kalt-Warm ist so, ich nehme jetzt das Weiß noch einmal neu und ich gehe auf das hier ein. Das heißt, jetzt wird es so ein, ich mache noch ein bisschen weiter, dass es besser zu sehen ist. Das wird jetzt ein kühler Ton. Das Kalt-Warm habe ich jetzt schon in den Lasuren drin. Ja. Also es geht ja schon in die richtige Richtung. Ja. Das ist so durch die Lasur, die ich jetzt grundsätzlich draufgesetzt habe, geht das Ganze schon in die richtige Richtung. Und Ursula Maria schreibt, ich kann erst mit dieser Malerei anfangen, wenn ich all die ganzen Schritte gesehen habe. Echt? Ja, schreibt sie. Ja, das ist auch in Ordnung. Also das ist so, das heißt, ihr werdet für ewig in meinem Stream bleiben. Weil das Bild ist nicht so schnell fertig. Ihr seht es hier zum Beispiel, ne? Jetzt ist der Pinsel hier, ist so dreckig. Seht ihr das? Wenn ich jetzt wieder neue Farbe hole, gehe ich auf das hier ein. Und ich werde es jetzt auch bewusst viel heller machen, weil ich dann später dann auch nochmal drüber lasieren werde. Das weiß ich jetzt dann auch, dass das dann so ist. Aber ja, ihr seht schon, kalt-warm entsteht jetzt schon. Ne? Weil ich jetzt hier, da drüben haben wir noch gar nichts gemacht. Da ist es auch so, dass diese Töne so sind. Also weil die Übergänge, das ist, was die Irena gefragt hat, das ist irgendwo ein Haar. Wo ist es? Die Übergänge, die funktionieren so, dass ich jetzt mit einem sauberen Pinsel dieses Weiß reinziehe. Und dieses Weiß, das killt mir meine Dunkelheiten. Also meine Transparenz, da ist es. Ja. Das heißt, dann kann ich wieder den Übergang machen und schaue jetzt, wo hört es auf? Ich muss echt permanent die Augen zusammenkneifen. Hier zum Beispiel, das ist ja auch viel zu arg. Ja. Zum Beispiel hier die Dunkelheit, wenn ich die verkacken würde, könnte ich sie wieder draufsetzen, ne? Da bei der Mundpartie. Was aber wichtig ist, das ist, dass hier die Helligkeit drin ist. Das heißt, heute kommt nicht der Mann mit dem Hammer, sondern der Mann mit dem Eiswürfel. Ja, ich glaube auch. Thank you.
sind die Eiswürfel schon weg. Oi. Ja. Mist. Ich habe heute einen Eiswürfelholer dabei. Das ist total hervorragend. Also das heißt natürlich auch, ich könnte jetzt mich natürlich endlos spielen, jetzt auch zum Beispiel hier mit diesen Haaren. Also das wäre jetzt eigentlich so die Geschichte, dass ich, wenn ich jetzt einen Haarpinsel verwenden würde. Yay! Habt ihr das gehört? Chakalaka, chakalaka. Zum Glück knarzt mein Boden wie Sau. Wer geht hier? Also, bis die Schicht dicke 3 cm hat, wie lange das wohl dauern mag? Naja. Der Herr der Pinsel, ein Bild, sie alle zu knechten. Ihr habt ja echt einen Humor. Ja. Also diese halbdeckenden Schichten, die sind dann eigentlich auch das A und O bei dem Ganzen. Ja, das ist so, da muss man echt aufpassen, dass es einfach nicht zu, dass man diese Delikatesse dieser verschiedenen Farben hat. Ne? Das ist so, wenn ich jetzt die Augen, also es geht eigentlich darum, dass ich jetzt einfach die Form rausarbeite. Also das heißt, tatsächlich muss ich jetzt die ganze Zeit an der Ähnlichkeit rumfummeln. Und zum Beispiel, was dann natürlich halt einfach schick ist, das ist tatsächlich, wenn ich jetzt hier es dann beim nächsten Mal eben überlasiere und ich habe jetzt dann einfach diese dickere Farbe. Und da ist also das. Moment, warte mal kurz. Er hat jetzt einfach echt null. Wieder von Kurve. Ja. 4,95. Ja, jetzt sind wir wieder dabei. Ja. Oh, sorry, we got disconnected. Also, um nochmal auf das zu kommen, ich könnte jetzt natürlich das hier machen. Das werdet ihr sehen, das ist natürlich total cool beim Überlasieren. Das muss jetzt nicht gleich entstehen, aber. Das werdet ihr dann beim nächsten Mal sehen, was das dann macht. Aber ich wollte euch das ersparen, weil tatsächlich ist es ja auch so, dass wenn ich das jetzt mache, dann dauert das Ganze bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ich muss kurz zu Hause anrufen. Genau. Nämlich, weil es ist dann so, das wäre jetzt eigentlich auch dann der Schluss, dass ich dann tatsächlich das ganze Bild natürlich dann auch ausarbeite, immer mehr. Also das heißt, die Frage der Details ist dann so, mir geht es jetzt heute dann nur darum, wie liegen wir in der Zeit? Oh, es wird heute wieder lang. Hast du zu lang Ausgang, Ralf? Ja, bis Samstag. Okay, dann ist gut. Hm? 1000 kW pro Sekunde. Und ich kann natürlich dann auch immer wieder dann zum Beispiel, ich möchte, wobei das gar nicht immer der Fall ist, das ist so, ich müsste es dann anders machen, weil das da oben ja eigentlich eher ein Licht ist. Das heißt, ich würde jetzt dann, auch wenn ich jetzt die Form wieder verbessern möchte, geht es nur darum, dass ich die Lasur wieder wegnehme. Ja. Geil.
Also Naturmalerei immer verbindet ist, ich färbe das an, ich färbe das an, ich färbe das an. Aber darum geht es nicht einmal. Sondern es geht eigentlich eher darum, dass man, also ihr habt das gesehen, ich habe das mit einem kleinen Pinsel da am Anfang gemacht, aber das ist eigentlich viel, viel geschickter, das Ganze natürlich mit einem größeren Pinsel zu machen, weil dann, also da, überall wo blau drin ist, muss ich schauen, dass ich ein Weiß drunter gebe, damit es dann später, wenn ich dann die Lasur drüber gebe, 4600. Macht er? Ziemlich gut, ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, was heute los ist. Das ist echt. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt, da seht ihr es jetzt auch, ne? Sobald ich auch mit dem Pinsel stärker aufdrücke, hole ich die Farbe von hinten vom Pinsel raus und habe die Möglichkeit, auch ich will manchmal gar nicht so hundertprozentig dann die Kante richtig haben. Also das ist dann, das wirkt dann so ausgeschnitten. Aber das heißt, wenn ich jetzt dann nochmal drauf mal, dann ja, ja. Nach Hause. Ich will nach Hause telefonieren. Also das ist, der Effekt ist schon echt frappierend. Also das, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht, wie mir scheint. Ich bin ganz begeistert. Cool. Weil nämlich das Gute dran ist eigentlich auch hier zum Beispiel, ne? Diese Geschichte, die habe ich jetzt eigentlich das letzte Mal nicht gescheit gemacht. Ne? Das heißt, hier ist dieser Faltenwurf, da ist eine Falte, da ist eine und da zieht sich auch diese... Wiederverbindung erfolgreich. 50. Die Ausgangsbeschränkung auch für da. Ja, jetzt kommt er wieder. Ah, der muss grün sein. Sobald er rot ist, ist es so. Scheiße, 38 Zuschauer, ich war verrückt. Wie viel? 38, die sind jetzt alle ausgestiegen. 84, oder? Nee. 39. Scheiße. Das ist viel zu wenig. Das gibt's doch nicht. Oder? Schaut, das drei, nee, ja. das ist so. Soll ich dir was sagen? Fuck. Ich müsste den Rechner runterfahren. Aber jetzt ist wieder grün. Ja. In dem Moment, wo du runterfahren möchtest. Ja, genau. Okay. Ja. Oh, geht wieder. Verdammt. Es ist heute echt wirklich. Da ist der Wurm drin, ich habe keine Ahnung, was es ist. Ja, aber das geht wieder, bezieht sich, glaube ich, aufs letzte Mal, wo es wieder gegangen ist. Ja, genau. Ja, seit einer Minute, es tut mir echt wirklich leid. Also, so ein Kreuz. Das ist gut. Dann hier. Gut, aber jetzt, solange die Verbindung gerade gut ist, wir genau. Sind natürlich beide frisch getestet. Frisch getestet. Und das ist Arbeit, was wir hier machen. Wieso? Also wir machen nichts Illegales. Ist die Diskussion wohl? Nein, es war nur kurz irgendwie Thema und ich glaube, es ist gut, wenn man das klarstellt. Ja. Also. Akustik-Echo. Ja, wir sind wieder. Keine Ahnung, schau. Ja? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also. So, wo sind wir? Da sind wir. Wir haben Geduld, sehr gute Verbindung. Geduld. Okay. In München ist schwierig. Alle am Netflixen. Genau. Am Netflixen. Weil, es ist so, ihr seht es, das, ich habe jetzt verschiedene Flecken und das ist jetzt meine Hautfarbe und das ist jetzt mein T-Shirt oder mein Pullover. Und wenn ich jetzt dann immer wieder drauf mal, es ist so, dass es auch darum geht, dass man die Farbe immer noch ein bisschen dicker drauf gibt. Und das ist jetzt ein bisschen so, dass ich schauen muss. Ne? Man sieht jetzt zum Beispiel hier, ne, wäre das so, dass die Übergänge zu arg sind. Also das heißt, grundsätzlich ist es besser, ich kann diese Dunkelheiten, die kann ich auf das Weiß ohne Probleme drauf lasieren, aber wenn die Dunkelheiten da sind,
dann es geht ein bisschen darum, dass ich die Übergänge richtig habe. Um die geht es eigentlich hauptsächlich. Genau wie hier zum Beispiel ist es also, dass ich jetzt noch ein bisschen kräftiger das Weiß reinmalen muss. Da, wo es blau ist, brauche ich einfach ein Weiß. Brauche ich das Weiß? Genau wie hier ist es dann so diese eine Stelle. Aber der Effekt ist natürlich schon frappierend, muss man ehrlich sagen. Also, das ist echt flashig. Okay, super. Ja, das ist so nett. Alle sind so verständnisvoll. Finde ich echt total gut. Hier zum Beispiel ist der Arm, ne? Da schließt der Arm an. Und jetzt wäre es auch so. Ah, dann kannst du mal so. Und auch zum Beispiel, wenn ich jetzt die Zeichnung, also mit der Zeichnung nicht so happy bin, geht es da in die andere Richtung, dass ich ziemlich problemlos jetzt mal die Zeichnung nochmal draufsetzen kann. Und gleichzeitig dann wieder die Helligkeiten. Und aber gleichzeitig natürlich auch dahinter und um das geht's, diese Plastizität. Das ist natürlich, also wenn das jetzt zu hart ist, die Kante, dann ist es blöd, weil das natürlich nicht im Hintergrund bleibt, ne? Der Effekt ist echt wirklich frappierend. Vielleicht soll ich nur noch so malen. Das fängt schon wieder schwächeln an. Die Sau, die. UBS war gerade rot bei 7000 kb. Ich. Keine Ahnung. Aber jetzt ist alles wieder gut. Na? Ja. Mit dem. Lasierst du bei der nächsten Sitzung auch wieder ganzflächig oder dann spezifisch? Ich habe ja ganzflächig. Also. Doch, es ist jetzt so eine sehr gute Verbindung. Es müsste. Also, ich habe ja ganzflächig und spezifisch lasiert. Also spezifisch ist dann so die Sache, also wenn du spezifisch meinst, mit dass ich jetzt Fleischfarbe nehme und dann Pulloverfarbe und so, ich werde es trotzdem mit den drei Grundfarben machen. Weil für mich ist es so, was ich da zeigen möchte, ist, dass die Problematik, finde ich, beim Lasieren immer die ist, dass man dann ans gesamte Bild denkt. Das ist eher so die Problematik, die ich immer sehe bei den Lasierern. Und die andere Problematik, die ich immer sehe bei den Lasierern, ist, dass sie zu viel Malmittel verwenden. Ja, also im Endeffekt seht ihr jetzt eigentlich auch, ich könnte jetzt echt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag malen. Also letztendlich werde ich heute gar nicht so weit kommen, dass ich dahin komme, wo es sein möchte. Also das heißt, dieses Grundprinzip dessen, was ich da jetzt mache, das kann ich eigentlich andauernd machen. Wobei ich aber tatsächlich vielleicht auch, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas habe, vielleicht nur eine Stelle mache, damit ich nicht überall malen muss. Ihr seht zum Beispiel, da habe ich jetzt noch zum Beispiel kaum was gemacht. Ne? Habe ich eine Frage an dem Bild jetzt theoretisch malen und lasieren, bis du es eigentlich jetzt nur heute wohl lassen musst. Ja. Weil es wird so sein, dass diese dünne Lasur morgen schon klebrig ist. Und sobald sie klebrig ist, kann ich eigentlich nicht mehr weiter malen. Das heißt, dann müsste ich tatsächlich einfach das Bild trocknen lassen. Ich muss das Bild trocknen lassen und dann die ganze Prozedur nochmal machen. Wieder Wodka-Tonic und. Ja, wieder Wodka-Tonic und also all diese Schwierigkeiten, die auf mich zukommen und so. So viel dazu. Christine B. fragt, für den Fall, dass wir. Christine B. fragt, welche negativen Auswirkungen hätte zu viel Malmittel? Dass es zu rutschig ist. Und das andere, was ich gesagt habe, ist, dass es zu. Dass das Malmittel
vom Konservatorischen her problematisch ist. Weil das Malmittel, also das Malmittel ist Öl. Also, und somit ist es dann so, dass zu viel Malmittel, also in der langen Hand, schlecht ist, weil natürlich die Oberfläche, wenn das Bild alt ist, dann sehr, sehr nachdunkelt. Also das Öl, das fängt an zu vergilben. Also dann, aber wir reden jetzt wirklich von langfristig, ne? Aber das Blöde ist einfach, oder das, um was es geht, ist, dass es gar nicht nötig ist, so viel Malmittel, weil die Ölfarben an sich so viel ist aus, oder? Ja. Ja, okay. Weißt du was? Die Palette ist weg. Ich sag's dir, ich glaube, wir werden jetzt in einen kühnen Endspurt machen, weil ich lasse es echt gut sein, weil ich hab das Ganze. Ist noch was? Okay. Also ich glaube, alle müssten mich hören. Ich tu mal kurz umschalten auf den Abspann, weil wir haben jetzt irgendwie, das ist einfach so, dass die ganze Sache einfach so ist, dass es andauernd irgendwie ein bisschen stockt und natürlich, weil ich kann jetzt am Schluss dann einfach auch nochmal, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, ne? Und ich mache ja dann nächste Woche noch weiter. Das ist ja das Tolle an der ganzen Sache. Ja, genau. Irene hat noch eine Frage. Genau. Und dann kann ich nochmal auf die Frage eingehen. Die Irene fragt, mit dem Weißlichter lieber übertreiben als zu wenig. Ja. Also das heißt, grundsätzlich ist es so, ihr könnt natürlich das Weiß durch die Lasuren immer wieder zurückdrängen. Aber wenn die Dunkelheiten, also wenn ihr da ein bisschen ein Weiß habt und ihr gibt, also das sieht man nicht, genau. Genau. Also wenn ihr da jetzt hier zum Beispiel bei der Dunkelheit, wenn ihr die Vorlage anschaut, ne, ist es so, dass das sehr schwarz wird. Und hier habe ich keine Abgrenzung. Das heißt, ich muss es trotzdem nochmal machen. Das sehe ich zum Beispiel, dass, ups, hier habe ich die Abgrenzung nicht. Das heißt, ich muss erst einmal da ein Licht reinbringen, damit ich da die Form verbessern. Und hier zum Beispiel kann ich, wenn ich jetzt mit dem Pinsel, der ist jetzt viel zu klein, aber mit dem Pinsel habe ich die Möglichkeit, immer diese Nuancen zu machen. Also das heißt, das ist ein sauberer Pinsel, der dann das Ganze dann so reinmalt. Genau wie hier zum Beispiel habe ich die Möglichkeit, dass dann der saubere Pinsel dann diese Übergänge noch macht. Ne? Und das bedeutet aber auch, dass ich das einfach, dass die Lichter immer wieder verloren gehen. Ne? Und aber, also die Lichter gehen verloren. Und der Vorteil ist aber, dass ich muss sie wieder draufsetzen. Ich muss sie wieder draufsetzen. Das war jetzt ein bisschen hängen geblieben. Das kann ich wieder wegnehmen. Und ich kann die reinarbeiten. Ne? Was? Okay. Erfolgreich. So, sehr gute Verbindung. Ich denke, wir müssen jetzt wieder da sein. Und in dem Fall würde ich jetzt mal sagen, lassen wir es gut sein, weil wir haben echt wirklich solche technischen Probleme. Das steigt die ganze Zeit aus. Und ich hoffe, dass es für euch nicht ganz zu super grauslich war. In dem Sinne, dass ihr folgen konntet. Nächste Woche geht es natürlich weiter mit dem Bild. Das heißt, ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder dabei seid in diesem Theater. Ich möchte mich recht herzlich bedanken, ne, beim Ralf, ne, Haare nach hinten gebunden. Ne. Ich sag nur, zum Wohl. Ne. Und ansonsten, wir sind da. Ansonsten am Freitag, 16.04. gibt es den David Hockney in der Künstlerbibliothek. Also ich freue mich natürlich, wenn da reinschaut. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch einen schönen Abend zu wünschen. Und ja, macht's gut, bleibt gesund, bleibt sauber und bis demnächst im nächsten Film. Stream beenden. Yes.